Die US Army Unterziehjacke, ein Teil, das ich den ganzen Winter ausgiebig getestet habe. Und wenn dich interessiert, ob das auch etwas für dich ist, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Und ja, da ist sie nun, diese Army-Unterziehjacke, ein Nachbau mit einem wirklich guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Du hast hier auf beiden Seiten diesen, ich schiebe meinen Daumen durch und habe dadurch ein bisschen Handschutz. Und wenn ich in eine Jacke reinfahre, dann zieht es mir die Teile da nicht so rauf, damit ich dann wieder unter die Jacke reingreife. Das kennst du sicherlich. Das habe ich hier an der Stelle nicht. Dann da hat sie, ja, ich weiß nicht, was der Hintergrund ist. Auf beiden Seiten ist das, ja. Das ist eine Schlaufe. Vielleicht ist das, wenn man einen Kampfanzug hat, hat das irgendeine Funktionalität. Sie hat hier eine Tasche, die ich sehr gerne nutze. Da passt auch ein bisschen was rein. Also jetzt nicht die ganze Welt, aber doch ein bisschen was. Das ist in Ordnung. Sonst hat sie jetzt keine Taschen mehr. Hinten ist da noch so ein Klettpatch, den man draufpumpen könnte. Aber habe ich nicht gemacht, habe keine Verwendung dafür. Sonst hat sie meiner Meinung nach ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ich stehe jetzt hier heraus. Der Schnee fängt schon langsam in Schmelz an, wenn wir 5 Grad haben. Der Wind kommt aus West. Aus West. Und ist doch frisch, also besonders jetzt ist es frisch geworden. Aber schau mal her, diese Jacke, es ist nämlich eine Jacke, die man komplett aufmachen kann. Die hat da so ein Gewebe, das heißt, das ist durchsichtig, ein bisschen. Ja, ich ziehe es jetzt schnell wieder an, weil. Ja. Der Punkt dabei ist bei dieser Jacke, ich habe das Gefühl, wenn ich unterwegs bin und du siehst, ich bin im Gebirge und ich bin keine fitte Turnsocke, die herumläuft und dann in Schwitze anfängt. Ich fange relativ rasch in Schwitze an. Ich habe das Gefühl, dass das in Kombination mit meinen X-Bionic habe ich leider heute nicht an. Ich habe ein normales Baumwell-Level an, was im Winter absolut tödlich ist, aber das ist eine andere Geschichte. X-Bionic in Kombination ist das echt eine super pipi-feine Sache. Für mich zumindest. Ja, Link zu dem Produkt und zu X-Bionic findest du unten. Die Kombination ist ganz einfach top. Ich habe sie den ganzen Winter, also X-Bionic habe ich schon seit Jahren, aber diese Unterziehjacke, diesen ganzen Winter bei den Wintertrainings angehabt. Ich muss echt sagen, für das Preis-Leistungs-Verhältnis ist das echt top. Das Einzige, und das muss ich da jetzt zeigen, ein kleiner Nachteil. So, ich hoffe, du kannst das sehen. Ich meine, das ist keine Armani-Qualität, ja. Du siehst das, wenn du das unter einer Jacke hast, dieser Teil hier mit der Zeit so ein bisschen Fusseln kriegt. Ja? Und wenn du jemand bist, der sagt, ich kann emotional mit diesen Fusseln nicht, die sich da bilden, dann kauf die Jacke nicht. Ja? Das muss ich gleich auch also dazu sagen, dann kauf sie nicht. Wenn du aber sagst, ich brauche was zum Bushcraften, zum Survivalen, zum Arbeiten, zum Herumlaufen und ich will es nicht in Kaki haben, so wie der Reine, sondern in Schwarz und Grün gibt es ja eh auch, dann ist das eine Jacke, die Unterziehjacke, die echt was kann. Also, ich mag sie echt gern. Hat fast kein Gewicht. Ist gut gemacht. Sehr angenehm. Auch innen drinnen passiert das natürlich mit diesen Flauschis. Ja. Bilden sich ganz einfach Fusseln. Auch durch das Waschen. Wir haben die schon uroft gewaschen, weil ich sie immer angeschwitzt habe. Ja. Noch zur Größenangabe. Ich bin 1,83 groß, habe 100 Kilo. 101 Kilo, um genau zu sein. Aber ja, das wollte ich nicht verraten. Nein, ist ja wurscht. Ja. Es ist mir egal. Nein, 100 Kilo, 101 Kilo und ich habe eine XL und die passt wie angegossen für mich. Wenn du jetzt kein Lulatsch bist, also ein riesengroßer Mann oder eine riesengroße Frau, extrem schlank, da könnte das passieren, ja, dass wenn du eine XXL hast und die vorne hast du extrem viel Platz oder das ist ein Problem, aber das kennst du dann ohnehin. Aber bei normal Statur unter Anführungszeichen oder bei Überbreite, so wie ich habe, ist das absolut überhaupt kein Thema. Sie passt auch schön zum Popöchen hin, also alles pipi-fein. Ich kann sie dir empfehlen, absolut. Link findest du unten zu dem Produkt, wenn dir das taugt. Ich mag dir mal einen Daumen nach oben bitten und einen Kommentar. Hast du die Jacke, diese Unterziehjacke selbst im Einsatz? Was hältst du davon? Erzähl uns ganz einfach was, das wäre wieder sehr, sehr nett. Ich sage danke fürs Dabeisein. Ein Abo, wenn es das erste Mal hier bist, aber andere Videos zum Anschauen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Dein Reini Rossmann. Ciao.